Morgen, liebe Seahorse-Freunde. Willkommen zurück zu einem neuen Replay. Diesmal, nachdem wir jetzt in der letzten Zeit sehr viele Replays von externen Einsendungen gezeigt haben, mal wieder einen Replay aus unserem eigenen Clan. Reine 83 hat ihre Kutuse auf der Map Hotspot ausgeführt und hat eine nette Runde zusammengefahren und das, so hat sie mir gesagt, ohne Benutzen von Nebel. Ihr habt die Thumbnail vorne schon gesehen, 145.000 Damage. Ist ein bisschen unkonventionell gefahren, obwohl es ein konventioneller Kreuzer ist. Nach meinem Kenntnisstand einer der letzten konventionellen Kreuzer, die die UdSSR damals gebaut hat. 14 Schiffe wurden davon übrigens in Dienst gestellt. So, sie macht sich auf den Weg in Richtung A. Der größte Teil des Teams fährt aber Richtung C. Ja, aber der Replay passt ja eigentlich ganz gut da rein, in die ganze Diskussion, die im Moment gerade bei World of Warships oder rund um World of Warships geführt wird, mit den Nebelgeschichten, dass der Nebel eventuell verschwinden soll, wenn daraus geschossen wird, etc. pp. Man kann auch mit der Kutuzov Spaß haben, ohne dass man im Nebel steht. Man muss halt nur die Wendigkeit ausnutzen. Und ich denke, das bekommt man hier ganz gut zu sehen. Die Nagato da hinten ist schon in Feuerreichweite. Ich glaube, darauf geht es gleich erstmal los. Jo, da sind die ersten Mumpeln in der Luft. Und es wird ein Wirbelsturm angekündigt. In 5 Minuten verringert sich die Sichtweite. Okay, das ist natürlich ein gewisser Vorteil. Also Torps vor der Nagato. Und sie scheint da Top-Tage zu sein. Also nicht nur Reine 83 schießt auf sie, sondern dieser Torps im Wasser. Andere schießen auch schon drauf. Einmal abgefackelt. Wird Sushi geröstet? Dann gibt es da gerade Sushi. Gibt bestimmt auch geröstete Sushi. Hat der gelöscht? Ja, tatsächlich gelöscht. Und hat, obwohl er weiter unter Feuer steht. Nochmal anzünden und die ganze Geschichte wäre perfekt. So, da sind die ersten Mumpeln bei ihr eingeschlagen und die Nagato brennt nochmal. Pensacola hinter der Insel, die hat schon gerochen, wo, was hier draußen passiert, wenn man vorfährt. Was hat sie denn hier auf der Habenseite? Die Bismarck ist auf ihrer Seite, die Galant klärt A auf und versucht zu cappen. Das ist aber jetzt so ein bisschen ausgeglichen, dadurch, dass auf der Gegenseite der Zerstörer auch mit drinne steht. Der Ober wartet darauf, dass eventuell der Zerstörer mit aufgedeckt wird. So, da bietet sich das nächste Ziel an. Und raufrotzen, was das Zeug hält. Fünffach aufgeschaltet, jetzt heißt es flexibel sein. Und gleich einmal abgefackelt auf der North Carolina. Und gleich gelöscht. Ich finde, die löschen ganz schön früh. Ich würde wahrscheinlich nie so früh löschen, wenn ich von der Kutuzov unter Feuer genommen werde. Jetzt trifft sie aber gerade nicht so gut, dass sie das ausnutzen könnte. Das ist natürlich alles eine dolle Geschichte. Die Nagato steht jetzt hier hinter der Insel und versteckt sich so ein bisschen. Man sieht die Rauchschwade gerade noch über die Insel steigen. Wir sind jetzt bei 23.000 Damage nach 4 Minuten 30 Gefecht. Die Geland fährt noch um die Insel rum. Und da kommt die nächste Salve. Eine Kugel hat erwischt. Ja, man kann damit natürlich mit der Kutuzov nicht so weit rausfahren, weil dann ist man gleich Asche. Das Ding hält ja nichts aus.
Er hat eine, die stärkste Panzerung an Bord sind 175 mm. Als Tier-8-Schiff. Reißseite zeigen mit dem Ding ist ganz schlecht. Dreißig bis zum Wirbelsturm. Was macht die Kutusow so besonders? Ja, die Kutusow macht's besonders. Die hat eine relativ hohe Brandwahrscheinlichkeit. Die kann man ja auch noch. Die hat, kommt standardmäßig mit 12%. Die kann man dann noch ausbauen auf 15%, wenn ich jetzt richtig rechne. Kapitänskill und die beiden Flaggen rauf. Dann eine relativ hohe Schussrate mit 4x3 Rohren, 152 mm, Nachladezeit 8 Sekunden. Wenn man dann noch Adrenalinrausch zum Beispiel drauf hat, weil man als Kutusow eigentlich immer irgendwie Schaden nimmt, kann man da sicherlich noch ein bisschen was rausholen. Könnte man so skillen. Da kommt eine Tirpitz vor und schießt nicht auf die Kutusow, oder? Na doch, leicht getroffen. Jetzt brennt sogar mal. Jetzt hat sie aber auch im Gegenzug abgefackelt. Okay. Hätte gedacht, das tut ein bisschen mehr weh. Ja. Glück gehabt. Ah, sogar noch die North Carolina hinten auf Deck getroffen, aber das reicht nicht. Und wieder Feuer. North Carolina brennt wieder lichterloh. Macht da so ein bisschen eine Einzelfahrt. Würde ich meinen, ist gegen den Zerstörer, eine Bismarck, eine Aober und die Kutusow nicht so einfach. Siebenmal abgefackelt haben wir schon. Das ist halt nicht eine schöne Schussbahn. Ein Traum eines jeden Kutusow-Fahrers. Team HC und führt mit einem Schiff, jetzt sogar mit zwei Schiffen und die Tirpitz brennt wieder. Ja, die North Carolina, die wird es wohl nicht mehr lange machen. Die kotzt richtig. Hat sogar noch mal repariert. Jetzt der perfekte Einsatz, wenn die Kutusow jetzt wieder anfängt zu brutzeln. Da kommt noch eine Pensacola. Die schaut da mal raus. Einmal grob in die Richtung gefeuert. Verpisst sich wieder hinter die Insel. Jo, der Wirbelsturm ist da. Die Sichtweite sind jetzt noch 23 Kilometer. Das wird jetzt sukzessive weniger. Und hier kann man mal aus der Distanz einen Secondary Fight von der Bismarck sehen. Oh, schlecht getroffen von der Bismarck auf der North Carolina. Viel zu hoch gezielt. Aber man erkennt hier. Man kann hier gut erkennen, die ganze Zeit in Bewegung, immer nah Vollgas, links, rechts Kurven, nie am Rumstehen oder am Rumcampen. 73.000 Damage ist schon eingefahren. Die Bismarck fährt aus dem Nebel raus, um die Pensacola zu beschießen, wenn ich das richtig sehe. Also wenn ich das richtig abschätze, sehen kann man sie ja nicht. Die North Carolina ist down und jetzt wird der Kurs in Richtung Pensacola geändert. Jetzt hat der Gegner noch fünf Schiffe. Das ist, denke ich, mal eine Aufgabe oder eine Sache, die, wo man dann auch schon weiß, alles klar, das Spiel können wir gut gewinnen. 400 Punkte vor, über 400 Punkte vor. Pensacola kommt jeden Moment in Sichtweite. Da ist sie. HE-Granaten sind immer noch drin. Jetzt wird umgeswitcht auf AP.
Die Pensacola eröffnet ebenfalls das Feuer. Gleich einmal in Brand gesteckt. Da sind die AP-Granaten unterwegs. Nicht so gut getroffen. Jetzt zeigt die Pensacola Breitseite. Jetzt muss es aber sitzen, oder? Doppelzitadelle. So will man das sehen. Und das war... die Pensacola bleibt stehen durch den Motorschaden. Das war nicht mit richtig einkalkuliert. Da gibt es nochmal was, aber auch keinen wirklich vernünftigen Treffer. Jetzt wird korrigiert. Breitseite und Feuer frei. Nochmal dreifach Zitadelle. 100.000 Damage zusammen. Jetzt geht es noch einmal ein bisschen Damage drauf machen. Das war's. Pensacola down. Hervorragend. Hat es aber auch nicht sehr optimal gemacht, obwohl die Pensacola doch eigentlich hätte ahnen müssen, dass die Kutuzov da ist. Aber gut. AP-Granaten sind noch drin. Wird auch nicht umgeswitcht sofort. Sondern einmal Feuer frei auf die Nagato. Torps sind im Wasser ohne Anvisieren. Bin mal gespannt. Einmal ein Volltreffer. 9.000 auf der Nagato mit AP. Jetzt sind die HE-Granaten draußen. Das wird aber jetzt eine haarige Geschichte. Das Small Profile, also Spitze auf den Gegner. Das wird jetzt aber doch... Oh. Ja, da kommen die Hauptgeschütze. Und... Oh, erwischt. Scheiße. Aber noch zwei Torpedotreffer. Einmal Wassereinbruch. Coole Sache. Da läuft aber, genau, da läuft Wasser rein in die Nagato. Und da hat noch ein Flieger die Torps abgesetzt. Entweder ja, die Torps treffen, die Nagato ist down. Das Spiel ist vorüber. Da ist nur noch eine Fidschi im Gefecht. That's it. Schauen wir uns noch die Endscreens an. Ja, ein paar Aufgaben erfüllt, 165 Zieltreffer, 11 mal abgefackelt, 5 mal Zitadelle, 2 Zieltreffer, 2 mal verteidigt. Zweiter Platz, solider zweiter Platz. Ja, ausführlicher Bericht, hier kann man das nochmal ein bisschen sich zusammensuchen, was man gerne sagen möchte. Der Teamkiller-Status wurde entfernt, das war ihr letzter Teamkiller-Gefecht. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Marara. Ciao, ciao. Viel Spaß noch.